Hi ho und willkommen zu meinem Video, bevor Weihnachten ist. Das ist jetzt das letzte Video vor Weihnachten. Also ich weiß jetzt gerade nicht, wann es rauskommt, aber es könnte tatsächlich sogar ab 23. rauskommen und dann wäre es ja wirklich der Tag vor Weihnachten. Ja, bei uns wird dieses Jahr Weihnachten anders, sagen wir es mal so, anders trifft es, glaube ich, echt gut, weil wir feiern dieses Jahr nicht tatsächlich. Wir haben uns entschieden, dass wir Weihnachten dieses Jahr ganz, ganz klein halten. Also der Plan momentan stand, wir haben jetzt der 24.11., also ungefähr einen Monat vor Weihnachten, ist das... dass meine Oma möchte alleine sein, die möchte gar keinen Besuch haben, nichts. Die möchte einfach bloß ihre Ruhe haben und am besten, ja, sie möchte einfach nur eine Messe angucken und dann ins Bett gehen und ja, weil sie das einfach nicht, ja, sie möchte einfach nicht feiern, was ich auch verstehen kann. Ich habe meine Mama davon überzeugt, dass sie auf jeden Fall meine Oma noch besuchen soll am 24. Weil ich finde, dass sie da ganz alleine ist, finde ich gar keine gute Idee. Das ist einfach, sonst versumpft sie mir noch oder so. Ja, ich verstehe, dass man nicht feiern möchte, wenn und ich bin mir ist auch nicht nach Weihnachtsfeiern. Aber ich möchte halt einfach auch nicht, dass meine Oma so völlig alleine ist am ersten Weihnachten ohne meinen Opa. Ja, und meine Eltern und ich, wir werden voraussichtlich ein Raclette machen, also mal was ganz anderes dieses Jahr. Und ja, dann der zweite Feiertag treffen sich meine Eltern mit den Eltern meines Vaters. Aber das ist in einem Restaurant und alles und überhaupt und nee, ist nicht meins. Und am dritten Feiertag gehen meine Eltern zu meiner Großmutter. Ich habe mich jetzt schon entschieden, dass ich voraussichtlich zu Hause bleibe, weil wenn wir schon Weihnachten nicht feiern, dann feiere ich auch wirklich durch. Dann ziehe ich durch und feiere wirklich gar nicht und kriege mich am besten einfach nur ins Bett. Ich glaube, das wird dann so mein Ding. Ich muss zugeben, meine Hoffnung, auch wenn es blöd klingt, ist immer noch, dass wir es vielleicht schaffen, vor Weihnachten die Sauna abzubauen, das Bett abzubauen und dass zumindest schon mal mein Regal und mein Einbauschrank dann dort stehen könnten. Ich meine, es ist jetzt noch einen Monat hin, das könnte vielleicht noch klappen. Und dass ich dann Weihnachten entweder mit Zimmerputzen verbringen kann oder eben mit Sachen wie Einräumen von Schränken schon mal. Ja. Aber ich denke ja nicht, dass das so wird. Oder abmessen vom Zimmer, dass ich irgendeine Beschäftigung habe. Weil so wirklich, ja, an Weihnachten denken will ich gar nicht dieses Jahr. Ja, das ist so mein Plan. Wie sieht denn euer Weihnachtsplan aus? Schreibt mir gerne in die Kommentare. Ihr könnt mir auch gerne auf Twitter oder Facebook schreiben. Oder eine E-Mail an bell.read@outlook.com. Ich wünsche euch jetzt noch wunderschöne Feiertage und habt eine wunderschöne Zeit. Ich wünsche euch einen gute Weihnachtszeit und auch, dass alles so läuft, wie ihr wollt, dass ihr eure Geschenke bekommt, die ihr haben möchtet. Ja, und wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Bis dahin, tschüss!